Hi und herzlich willkommen zu meinem Urknallbild in Remnant 2. Ja, ich benutze momentan viel Waffen, die man nicht so häufig sieht und versuche die einigermaßen in einen funktionierenden Bild einzubringen. Wie heute eben, wie gesagt, die korrumpierte Aphelion. Und ich glaube, das funktioniert wirklich ziemlich gut. Und wenn euch der Bild denn auch gefallen sollte, wenn ihr ihn gesehen habt, dann denkt doch liebend gerne an ein Däumchen nach oben. Das würde mich riesig freuen. Fände ich echt stark. Das hilft nämlich dabei, dass andere auch die Builds finden. Und ja, es ist doch nur ein Klick. Das fände ich wirklich fantastisch. Also Dankeschön an der Stelle. Und ja, genug des Geblabbers. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Klassen. Oder? Natürlich. Da wären wir schon. In der Hauptklasse haben wir heute den Archon. Der ist in letzter Zeit ziemlich oft vertreten, aber er ist ziemlich wichtig, da er uns eben die Power gibt, die wir brauchen, damit wir ständig unser Mod nutzen können. Hier haben wir das Portal der Verwirrung als Fähigkeit ausgewählt für ein bisschen mehr zusätzlichen Schaden. Als Subklasse haben wir den Beschwörer, denn der erhöht Explosionsdamage und das enorm. Da haben wir die Flieger als Lakaien ausgewählt, weil die eine recht große Mobilität haben und uns am wenigsten im Weg herumstehen. Und wenn sie sterben, ist es nicht so tragisch, denn ja, irgendwie haben sie es ja verdient. Sind wir ehrlich, irgendwie haben sie es doch verdient. Ja gut, dann kommen wir zu der Rüstung. Bei der Rüstung habe ich mich heute wieder für etwas, ja, einfach mehr Stylisches entschieden, was allerdings auch einigermaßen gut Rüstungswerte bieten sollte, hoffe ich zumindest. Und bei der Rüstung selbst schaut ihr am besten wieder, was euch am ehesten taugt. Es ist immer schwierig, eine Rüstung zu empfehlen. Da müsst ihr gucken, was euer Spielstil ist. Ich kann euch keine Litos Armor empfehlen, wenn ihr es einfach hasst, eine fette Rolle zu haben oder ganz sogar den Bauchplatscher macht. Ich kann euch keine leichte empfehlen, wenn ihr lieber den Schutz habt. Also deswegen guckt hier am besten selbst, was euch taugt. Ich habe hier königliche Kopfbedeckung der Fae, Schutzpanzer der Leere, Beinschienen des Technikers und die Wickel der Leere. Sieht ein bisschen aus, als hätte er eine Space-Jogging-Hose an. Ja. Als Relikt habe ich mich heute für das ruhige Herz entschieden, denn das ist ziemlich wichtig. Durch eine Halskette haben wir nur noch eine Aufladung unseres Relikts und das ist beim ruhigen Herz ohnehin egal, denn das regeneriert ja sowieso konstant Lebensenergie. Bei den Reliktfragmenten haben wir Modschaden mystisch, Elementarschaden mystisch und die Wirkungsrate auf mystisch. Kommen wir zu den Bewaffnungen. Für die Waffen haben wir wie... Ui. Wie vorher schon gesagt, die korrumpierte Aphelion, die man gerade nicht lesen kann, weil das Fenster zu groß ist. Egal. Wir brauchen die korrumpierte Version, weil die hat die Modfähigkeit Micronova. Dadurch schießen wir mehrere Kugeln, die wir auf einen weiteren normalen Schuss detonieren lassen können und die machen extrem viel Schaden. Darauf haben wir Feedback auf Stufe 10. Als Nahkampfwaffe überlasse ich euch hier wieder mal, was ihr wollt. Ich bleibe hier bei der Axt der Krell, also wird hier nicht großartig was verändern wie sonst und habe da die verseuchte Klinge plus 10 drauf als Mutator. Als Sidearm, also Pistole, unbedingt Sternschuss 10, also auf Stufe 10. Denn, wie ihr es da seht, die Fähigkeit Urknall, ich hätte mir einen anderen Namen überlegen sollen, egal, macht immensen Damage und ist sehr, sehr schnell dank Aphelion wieder auf 5 Stacks aufgeladen. Zudem haben wir hier den Mutator Ausfallsicher, denn da macht der Urknall nochmal 25 zusätzlichen Modschaden, was heftig ist. Und ja, hat eine Chance hier von 15% keine Aufladungen zu verbrauchen, aber da rechnen wir nicht mit. Die 15% sind zu gering, als dass man da fest mit kalkulieren sollte. Ja gut, dann kommen wir noch zum Schmuck.
zum Schmuck. Und da haben wir heute das Amulett des Verrats. Mich ärgert das gerade eben, dass ich den Bild nicht die Space Jogginghose genannt habe. Egal, Amulett des Verrats. Das reduziert unsere gesamten Aufladungen unseres Herzens auf 1. Und man sollte sich damit nicht heilen, denn dann gibt es eine fiese Strafe. Allerdings kann uns das ja beim ruhigen Herz vollkommen egal sein, denn das basiert ja ohnehin auf Lebensregeneration. Das Wichtigste ist dabei, wir haben einen erhöhten Gesamtschaden von 25%, was halt einfach immens viel ist. Als ersten Ring haben wir den Ring der Sprengkapsel. Erhöht Explosionsschaden um 15%. Dann noch Ring der Dornen, erhöht die kritische Chance um 10%. Wir machen nahezu immer Crits dadurch. Dann Bürdenring des Glücksspielers. Wir machen zwar keine Schwachstellenschaden mehr. Das ist aber vollkommen okay. Ist aber vollkommen okay. Die Crit-Chance ist nochmal um 10 erhöht und der Crit-Schaden um 15. Und als letztes Stein der Bosheit. Boshaftigkeit. Jesus. Elementarschaden generiert 15% zusätzliche Mod-Energie. Und seitdem der zweite DLC raus ist, wird ja wohl Explosionsschaden auch als Elementarschaden geführt. Sprich, der Boom macht auch Mod-Energie. Und unsere Schüsse brennen zudem auch noch dank Mikronova. Hier steht es ja Feuerschaden. Auch das generiert Mod-Energie. Ja. Okay, kommen wir noch zu den Eigenschaften. Wir beginnen mit 5 Punkte in Heimsuchung. Dadurch halten unsere Statuseffekte, also sprich unser brennender Statuszustand, 50% länger. Dann haben wir Blitzzauberer angeboren durch den Archon. Verschanzen, 10 Punkte. 10 Punkte in Blutsverwandtschaft, ganz, ganz wichtig, weil sonst hauen euch eure eigenen Explosionen um, wenn es mal dumm läuft. Der Bild muss ich gleich noch anmerken, ist, ihr braucht etwas Skill dafür, also ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht in der Nähe der Explosion befindet. Das könnte sonst wehtun und der Blutsverwandtschaft-Trait sollte verhindern, dass ihr zumindest dabei drauf geht. Dann haben wir Neubewuchs angeboren durch den Beschwörer. 5 Punkte in Notfallbehandlung, denn wir können uns ja nicht durch Relikte heilen, also wir gehen sehr, sehr viel auf Lebensraub und Regeneration. 10 Punkte in Vitalität, dann Inspiration auf 10. Wir wollen unsere Mods ja konstant benutzen. Amplitude habe ich mich vorsichtigerweise auf Level 7 gewagt, also 7 Punkte hier. Das erhöht den Explosionsradius enorm. Das ist ganz cool, kann aber tendenziell auch problematisch werden, wenn die Explosionen zu groß sind und ihr wollt ja nicht, dass ihr euch umbringt. Beziehungsweise euch selbst aus den Latschen hebt. Ihr seid dadurch dann kurzer Zeit ja, in der Animation gefangen, bis ihr aufsteht überhaupt. Also vorsichtig. Da könnt ihr experimentieren. Wenn euch Level 7 zu viel ist, dann geht er einfach runter. Dann haben wir hier Rindenhaut auf 10. Ein Punkt, ein Anstandspunkt in Blutsauger. Ich hätte gern mehr rein, aber es gibt leider ja, zu wenig Punkte und da müssen wir bei einem Punkt bleiben. Dann Schroff haben wir noch 6 Punkte. Blutsbande, Entschuldigung, 5 Punkte. Das ist, dass eure Fliegerschaden, den ihr erleidet, absorbieren. Eine kleine Lebensversicherung. Dadurch bekommen sie Schaden, den ihr frisst. Und sie haben dadurch aber auch 60% mehr Leben durch Schroff. Also, ja, eine kleine Absicherung, dann sind sie nicht komplett nutzlos. Und Vampir auf 10. Rechts seht ihr nochmal die Tabelle. Hier, Moment, ich muss da gucken. An all den Skills, die ich da vergeben habe. Und ich muss hier einmal scrollen, denn wir haben ganz unten noch Kondition und na. Ja, Blutsauger, halt, ihr seht es ja hier, es will gerade nicht runterspringen. Kann ich leider nichts für. Na gut, würde ich sagen, kommen wir zum Gameplay. Mal schauen, ob euch der Bild taugt.
Hier befinden wir uns mal wieder. Ihr seht es gerade an der Küste der Verzweiflung. Ich verliere noch ein paar Worte über dem Bild. Als erstes als Consumable wieder einmal Flasche der Shaedbeeren. Eine Absicherung, damit ihr auch wirklich immer eure Mods aktiv habt. Das ist ziemlich gut und das werde ich jetzt auch mal nehmen. Und der Bild ist vorrangig für große Gegner gedacht. Also auch für den Endboss oder Gegner in einer größeren Arena ist der wirklich gut. Problematisch kann dieser Bild werden, ich bin da wirklich so ehrlich und spreche es aus, wie zum Beispiel im versunkenen Spuk hier im ersten DLC, die Hexe, die in dem schmalen Gang, die Schweine beschwört. Da habt ihr kaum Raum, eure Kugeln können sich nicht entfalten und bleiben an der Wand hängen und ihr tötet euch vermutlich auf kurz oder lang durch eure eigenen Explosionen selbst. Das ist einer der Abzugspunkte und ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, der mir spontan einfallen würde, wo dieser Bild wirklich keinen Sinn macht. Meidet also den versunkenen Spuk und spielt für diese Zeit einen anderen Bild. In allen anderen Situationen sollte euch der Bild wirklich gut dienen. So, wir sagen mal Hallo. Und ist nochmal aktiv. Hat sich ausgeglitscht. Es ist ein sehr, um es englisch auszudrücken, ein schwer swap-lastiger Bild. Ihr seid ständig am Waffen hin und her switchen, also am Waffen tauschen, aber dadurch habt ihr halt auch einen sehr, sehr, sehr hohen Output an Damage, wie ihr gesehen habt. Also, wenn die Kugeln treffen, da hat ihr nicht mal den Hauch einer Chance. Wenn ihr übrigens seht, dass eure Flieger verwundet sind, dann könnt ihr sie auch killen. Ihr müsst halt ein Momentchen kurz warten und sobald ihr wieder einen habt, seid ihr eigentlich wieder good to go. Die dienen nur als Sandsäcke, um ein bisschen den Druck von euch wegzunehmen, dass die Gegner auf ihn losgehen. Beziehungsweise, wenn man sie schon hat, wir haben sie eh nur dabei, weil die Beschwörungsklasse den Explosionsdamage verbessert. Und wir haben gerade noch nicht einmal unsere maximale Power ausgeschöpft, denn ich habe die Fähigkeit des Archons komplett vergessen im Eifer des Gefechts. Hey, nicht so frech, ja? Ist tot. Okay, dann drückt mir mal die Daumen. Ich hatte es ja schon gesagt, also versunkener Spuk wäre Katastrophe. Ansonsten sehen wir mal, was gleich dabei rumkommt, ja? Okay, dann bis gleich. Ich hasse dieses Spiel. Gott verflucht. Versuch Nummer 2 schon wieder, versunkener Spuk. Nein. Oh hey, der Baumwollofen direkt beim ersten Versuch. Na, das ist ja cool, dass ich gar nicht im versunkenen Spuk gelandet bin. Das wäre ärgerlich gewesen. Okay. Hey, nicht so frech da oben. Ausgehext. Okay, und das wäre es für heute gewesen. Also bis außer mir fällt es momentan ein einziger Boss ist dieser Bild im ganzen Spiel ziemlich solide und stark. Insbesondere bei großen Gegnern. Umso größer, umso besser. Zum Beispiel die Saatmutter auf Yaesha. Ihr wisst schon, dieses Riesending, das bei diesem Loch schwebt und so. Ja,
Na gut, also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne ein Däumchen nach oben. Und ich mache mich auf den Weg und arbeite direkt an den nächsten Bild. Also, bleibt gesund, guten Loot, bis zum nächsten Mal. Tschüss.